Hallo, willkommen zu meinem zweiten Video, zu meinem zweiten Mal Video, in dem ich euch zeige, wie ich meine Bilder male, die ich so male, wenn ich gerade Lust habe. Und ja, zeige euch, wie man das so macht oder machen könnte, weil man kann das machen, wie man möchte. Man legt einfach los. Das ist der Trick dabei. Fängt an und sich einen halbwegs weißes Blatt oder in meinem Fall eine kleine quadratische Leinwand auf Pappe. Also auch recht günstig, die gibt es für 1 € oder 50 Cent zu kaufen. Oder ne, meistens im Viererpack. Ja, habe mich heute mal für Tinte und Pinsel entschieden. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und dachte mir, da habe ich mal wieder Lust drauf. Und ja, ich sag mal, einigen von euch, die vielleicht öfters solche Videos gucken, wird das vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen und werden jetzt vielleicht denken, das ist doch geklaut von Peter Draws, den ich hier nur zu gerne als Inspiration angebe, weil der hat mir echt dabei geholfen, nach einer langen Phase, wo ich einfach keinen Bock hatte, irgendwas zu malen, Inspirationen zu bekommen, indem ich seine ja, Kunstwerke angeguckt habe, wie die entstanden sind. Und muss dazu sagen, ja, jeder kann tatsächlich malen, wenn man einfach nur möchte. Man legt einfach los und am Anfang sieht es vielleicht ein bisschen strange aus. Ich meine, es ist irgend so ein Geschwür da in der Mitte, vielleicht eine Blume. Mittlerweile, kurzzeitig sah es ja aus wie ein Fisch, jetzt mit Pobacken. Guck mal an, Fisch mit Pobacken. Jetzt kriegt er ein Gehänge. Richtige Zappen. Zapfen, die ihm da irgendwie runterhängen. Jetzt kriegt er noch ein paar Stacheln, weil es ja offensichtlich irgendwas Fischiges. Oder sollte auf jeden Fall. Ja, da gehören Stacheln dran. Man kann auch, ja, einfach mit weniger Tinte und viel Wasser kann man schön schattieren auch mit Tinte. Also man kann mit schwarzer Tinte nicht nur schwarz malen und zeichnen, sondern auch grau. Manchmal ist man auch bei einer Zeichnung an einem Punkt, wo man denkt, ja, okay, ich glaube, jetzt ist schon vollkommen verkackt. Guckt man sich das nochmal genauer an, man nimmt vielleicht ein bisschen Abstand und guckt, was ist das hier eigentlich? Dann nimmt man sich einen neuen Pinsel, einen schönen, dünnen, feinen Pinsel und macht einfach mal was anderes. Ich habe gerade so ein bisschen. Jetzt male ich ein bisschen ein paar Feinheiten rein. Ja. Wie ein Croissant sah das aus. Kriegt da ein paar Striche. Gerade Striche zeichnen ist, ja, macht das Ganze irgendwie akkurater, wenn die alle eine Richtung, Ausrichtung haben. Das sieht dann natürlicher aus oder unnatürlicher, je nachdem, wie man es gerne hätte. Da kriegt der Fisch Zähne. Und noch ein paar Tentakel. Ja, irgendwas Zapfiges, was ihm darunter baumelt. Es könnte aber mittlerweile auch schon ein Kopf sein. Ich finde, dieses Geschwür, unter dem Geschwür sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Auge, sehe ich jetzt. Also das, was ich am Anfang gemalt habe. Ich nenne es jetzt mal Geschwür, weil das sind irgendwelche Beulen, die ich gerade nicht ganz definieren kann. Kiemen mitten im Gesicht. Zacken auf der Krone. Das ist schon was. Ja. Auf jeden Fall habe ich hier Pelikan-Tinte benutzt und die Pinsel habe ich auch im Künstlerbedarf-Laden gekauft. Da ist bei mir gleich um die Ecke einer. Und der ist ganz echt gut. Das sind die Verkäuferin war das freundlich und kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Brandenburg seid, ne? Okay, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Okay, jetzt mal wieder ein bisschen weiterer Pinsel.
Das ist der, den ich am Anfang benutzt habe. Und dann jetzt aber gerade wieder der dünne Pinsel. Man kann Linien, die einem nicht so gefallen, die malt man einfach nochmal ein bisschen gerader. Oben, wie man sieht, ist es ein bisschen ausgefranst durch das Wasser, durch die Schattierung. Ja. Es tut mir leid, das ist erst meine zweite Aufnahme von mir beim Zeichnen. Deswegen bin ich mit dem, habe ich aus Versehen den Fokus nicht festgestellt. Ich glaube, hier gerade doch schon. Also verzeiht mir ein paar kleine Fehler. Ich denke mal, es wird noch besser. Und ja, wenn es euch interessiert und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, schreibt es in die Kommentare. Okay. Also wie gesagt, ich male meistens vollkommen intuitiv. Ich weiß überhaupt nicht am Anfang, was ich male. Wenn ich mit einer Vorstellung rangehe, was ich malen möchte, dann passiert es häufig, dass am Ende entweder was vollkommen anderes auf dem Blatt ist, als am Anfang geplant war. Ja, oder dass ich das hinbekomme. Aber das ist selten. Also ich habe eigentlich meistens keine klaren Gedanken beim Malen. Man hat ja beim letzten Video, also ich habe schon klare Gedanken, aber nicht davor. Ich weiß nicht, keine klare Vorstellung, was genau ich malen werde. Beim letzten Video hat man das schon gesehen, da das ist eigentlich eine absolute Ausnahme, dass ich da was vorgezeichnet habe. So wie der Hintergrund am Anfang des Videos ist, das Bild an sich, das ist eher so mein Stil, einfach auslassen, einfach die kreative Wut rausholen, Emotionen auf die Leinwand. Ja, das macht Spaß, das ist richtig, das kann super entspannt sein. Und einen auch, man kann auch super Frust ablösen, wenn man auf eine große Leinwand, relativ große Leinwand, einfach wild irgendwelche Farben haut und die zermatscht. Und wenn die dann noch zusammenpassen und schön verlaufen, das sieht am Ende oft gar nicht schlecht aus. Aber für meinen Geschmack persönlich, um mir das irgendwo aufzuhängen, ist mir das zu abstrakt. Da fehlt dann auch oft die Dynamik. Ich habe sehr gerne eine Dynamik in meinen Bildern. Dass dieser Schwung, das dem Schwung folgen einfach und dann male ich auch diesem Schwung immer entlang, häufig. Da habe ich mal ein bisschen schattiert jetzt. Ein paar Bubbles, ein paar Zippels, ein paar Dribbles. Da. Das sieht doch schon besser aus, dieses Geschwür. Jetzt ist es schon eingeweidiger. Das ist auch. Ja, das könnte schon fast wieder ein Auge werden. So. Nee, ich glaube nicht. Das Witzige an den Bildern ist, wenn man das dann mal auf den Kopf stellt und sich betrachtet, vielleicht schon ein bisschen weiter weg, dann sieht man manchmal die verrücktesten Sachen. Dann, das meine ich mit, ich weiß manchmal am Anfang gar nicht, meistens am Anfang nicht, was ich male. Ich lege dann einfach los. Entscheide mich während dem Malprozess, was ich male, welcher Form ich nachgebe und wo ich mich drauf konzentriere, was mir gefällt, was harmonisiert, wo die Dynamik stimmt, was könnte es sein. Und das arbeite ich dann aus in dem Prozess des Malens. Oft ist es dann aber so, dass ich mir, nachdem ich das Bild beendet habe, oder meistens während dem Arbeitsprozess, das Bild mal drehe. Und auf einmal sehe ich in 180 Grad gedrehter Perspektive ein viel besseres Bild, ein viel besseres Objekt. Vielleicht meistens ins Gesicht, denn der Mensch hat ja die Fähigkeit bzw. die Eigenschaft, dass er in allen möglichen Varianten und Formen Gesichter erkennt. Gerade dieser Schwarz-Weiß-Kontrast. Der gaukelt dem Hirn sehr schnell ein paar Augen vor, wo man gar keine Augen beabsichtigt hat. Es sah Spiralen in der Mitte, die einfach nur Spiralen waren, sind am Ende mit einem Klecks schwarzer Farbe mehr schon das nächste Auge. Ja, und ein bisschen gedreht.
dann entdeckt man, ja, das könnte auch der Mund sein. Dafür ist dann das die Nase. Dort sind zwei Augen. Sieht ein bisschen geschmolzen aus. Aber schon schön. Also ich mag diese Freiheiten, die man hat, wenn man sich das Bild betrachtet und wenn man es malt. Das ist Freiheit pur. Keiner schreibt mir vor, du musst den Fisch, den du da malst, malen wie einen Fisch. Ein Fisch hat Schuppen. Ein Fisch hat keine Schläuche, die ihm aus dem Bauch gucken. Und dann sagst du, ey, das ist ja gar kein Fisch. Ich meine, vielleicht war es mal ein Fisch. Aber die Evolution, die hat das vorangetrieben und dann hat sich der Fisch aufgrund von Nahrungsmangel aus dem Wasser erhoben, hat sich neue Nahrungsquellen gesucht. Vielleicht war es ihm einfach zu kalt, draußen war es wärmer und hat halt Gliedmaßen entwickelt. Ne? Und weil er vorher ein Planktonfresser war, ist er dazu übergegangen, den Dreck zu filtern. Bakterien zu fressen oder Humus, Kleinstlebewesen halt. Irgendwas, was im Untergrund lebt. Das macht er mit seinen Zapfen und Schnodderlappen, die ihm aus der Unterlippe hängen, die sich über das ganze untere Gesicht ziehen. Zur Abwehr von Feinden stellt er seine Kopfstacheln auf. Vorzugsweise bewegt sich diese echsenartige Kreatur nachts bei Mondschein, leicht bewölkter Mondschein durch die Nacht. Das könnte alles sein. Und wenn man das jetzt so betrachtet und nochmal, wenn er jetzt nochmal 10 Minuten zurückgeht, meinetwegen in dem Video, da kann ich nur sagen, das hat man noch nicht erwartet, dass es jetzt so aussieht am Ende. Wichtig sind viele kleine Details, die man einfügt. Wenn man sagt, okay, da ist mir noch ein bisschen. Und der Mond. Der Mond, wie man hier sieht, da ist ein absoluter Kontrastpunkt. Der ist. So, ich glaube, ich bin fertig. Die Nebelechse bei Nacht. Nebelwolken, ja, diese Stribbelbilds, die ich da oben und unten drunter gemalt habe, die Striche könnten Wolken sein, die man im Nebel, der nebligen Nacht, sind die neblig. Die neblige Nacht ist neblig. Nochmal ein bisschen näher jetzt. Da ein Auge, da ein Kopf, der Mond. Ja. Okay, ich werde mich bemühen, so bald wie möglich das nächste Video zu machen. Und von daher fließt und schwimmt immer bergauf. Und eine schöne Woche noch. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.